hole mal hier raus. War das ein... Zu dem hast du auch einen besonderen Bezug, ne? Ja, genau, richtig. Das war's, Freunde. Der nächste... Das wird... Nein. Alter. Wie ist das denn jetzt so schnell passiert? Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Runde Petendo. Ihr seht, er ist wieder da, es ist unfassbar. Yeah. Die Kampfmaschine. Ich habe ihn gekidnappt, abgeholt, geknebelt, hier hingebracht, hat die Nacht jetzt hier gelegen. Chloroform, sei Dank. Heute jetzt ist er aufgewacht, er hat Neuzugänge, hat er auch gleich mitgehabt im Auto. Haben wir reingeschleppt und er ist wieder da. Ist das nicht geil? Hammer. Das dann freut mich, dass hier ja, ne? Ist die, zufällig in der Nähe gewesen, ja? Nee, lang, richtig geil. Lange ist es her, halt. 3 Monate? 4? Keine Ahnung. Ja. Also, aber wir haben uns natürlich auch trotzdem gesehen und alles ja. Und Livestreams und so weiter gemacht. Aber so mal so ein richtiges Video wieder, da hat mir die ganze Zeit schon Bock gehabt. Vor allem nach dem krassen Steinedorf-Besuch. Ist auch mal wieder was anderes. Versprecher kann man rausschneiden. Sehr gut. Livestream ist natürlich auch immer so ein bisschen, ne? Ja, was haben wir heute? Du hast eine fette Kiste mitgebracht, gemischtes Zeug, glaube ich. Ganz genau, richtig. So einiges an Toys, was sie angesammelt hat. Und auch von dem Steinedorf vs. C-Toys Sale. Schöne Grüße, Jungs. Und auch an alle anderen, die dabei waren, die unsere Motobros-Admins, Benny, René, auch da, waren auch da. Und auch hier nochmal sei gegrüßt, Philipp und Ferro auf jeden Fall auch für unsere Motobros-Gruppe. Ja, und hat sich einiges angesammelt an Stuff. Ich war gerade noch bei der Packstation, ja, hab den Rest auch noch geholt. Und ja, da gucken wir einfach mal rein. Und zwar, das erste ist... ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Amazon, aber wie gesagt, ich wollte jetzt einen Clawful haben und irgendwie war der günstig. Ich habe es mir allerdings auch schon ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, dass da ein paar Makel ankommen. Und hier haben wir den Clawful, so korrekt in der Kamera, den wir perfekt, genau schon so. Einige Zeit nicht mehr gemacht. Ja. Die Rückseite ist richtig geil vintage angelegt, auch das Bildchen mit der Tila, ist ja die Tila, ne? Genau, das war im Original auch so, das können wir euch mal einblenden vielleicht im Nachgang. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Figur, auch wenn der Blister gecrackt ist. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber vielleicht hören. Ja, mein Gott. Guck mal, vielleicht kann ich es doch mal zeigen. Versuchen wir mal hier im oberen Bereich, im Kopfbereich. Ja, mach ihn größer, ist okay. Ja. Nur mal reindrücken. Ja, was erwartet man? Ich habe da jetzt nichts erwartet. Ich bin froh, dass der in der OVP halbwegs heil angekommen ist. Da hat man schon anderes gesehen. So. Und, aber immerhin unpunched. Also. Ja, immerhin. Obwohl, da sind einige Dellen drin. Den Trick kennen vielleicht die alten Hasen, dass du mit einem Föhn, den du nicht zu stark einstellst, die Delle wieder rausmassieren kannst. Solange die keine Kerbe da drin hat. Ne? Zart massieren. Genau, richtig. Und dann kannst du die ein oder andere Delle auf jeden Fall aus dem Vintage-Blister rauskriegen. Ne? Das habe ich selbst schon probiert. Habe den Tipp selber bekommen von Profisammlern. Ich kannte ihn nicht. Und es funktioniert. Wichtig ist, dass die Delle, die hier jetzt zum Beispiel bei ihm hier drin ist, die konnte ich jetzt mit dem Finger einfach rausdrücken. Bei den 80er Sachen muss man ein bisschen vorsichtiger sein, weil die Blister schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Sind ein bisschen poröser, ne? Absolut. Dass man halt guckt, dass die Delle keine Kerbe schon im Blister hat, weil dann besteht die Gefahr eines Bruches halt, dass er bricht, ne? Ja. Also checkt mal eure Vintage-Mucke. Ich übernehme keine Garantie und Haftung dafür, ne? So viel dazu. Kriegst auf einmal eine Rechnung, 2000 Euro, ja. Mein Blister ist gerissen. So, und was ich jetzt zeige, das kennen vielleicht die einen oder anderen. Peter kannte es nicht so wirklich. Und zwar ist das neue Buch von Steve Jackson bzw. Ian Livingston. Und zwar ist das ein Fantasy-Spielbuch. Den Namen kenne ich, den hast du mir öfter mal schon irgendwie... Ja. Die beiden, die Fighting Fantasy-Bücher, kennt vielleicht der eine oder andere. Hast du doch mal vorgestellt, oder? Ja, das stimmt. Ein oder andere Buch. Richtig, genau, genau. Daher kenne ich auch den Namen. Und in Deutschland gab es die auch in den 80ern von Thielmann und Goldmann Verlag. Allerdings gab es da nur 18 Ausgaben insgesamt. Wer die kennt, Vorgänger von Schwarze Auge. Und Vorgänger von allen möglichen Dungeon und Dragon und so weiter, ist alles Anfang der 80er entstanden, Ende der 70er. Und der Autor, Ian Livingston, gehört dazu. Und die machen bis heute noch Bücher. Ist Deathstrap Dungeon, das PlayStation 1 Spiel, ja, ist genau, auch von ihm? Ist auch von ihm, genau. Ja. Und das ist ein Buch. Das ist ein Rollenspielbuch. Ne? Genau, und das aber, wird einfach versoftet dann quasi. Genau, richtig. Es gibt auch noch Brettspiele und so weiter. Und das Schöne ist halt, das ist das brandneue von Ian Livingston, ist seit heute draußen. Cool. Ist in Englisch, nicht in Deutsch, weil in Deutsch, wie gesagt, gab es seit in den 80ern 18 Ausgaben, dann in den 90ern die kleinen Taschenbücher und dann gab es den Manticore Verlag, der hat die 4 Meisterbücher rausgebracht. Die Zeichnungen und der Stil ist in den 80er Jahre gehalten.
Du siehst auch das Papier. Das sieht auch cool aus. Das ist so extra ein bisschen auf alt getrimmt. Ihr seht, also er bleibt seiner Linie treu. Absolut. Ne? Und deswegen muss ich diesen Titel haben. Der wird auch wieder ganz schnell vergriffen sein, weil das letzte Buch, was er geschrieben hat, ist schon circa 10 Jahre her. Sind die limitiert? Das ist, nee, das nicht. Aber die werden dann anscheinend nicht mehr gedruckt. Und, okay. Also ein so ein First Press quasi raus. Genau, richtig. Okay. Es gibt hier noch ein Hardcover von, aber der war über Amazon nicht zu bekommen. Mhm. Und man kann davon ausgehen, dass dieses Buch so in einem Jahr, das hat mich jetzt gekostet 9 Euro, das wird so in einem Jahr ungefähr, so wie ich die anderen Werke von Ihnen kenne, so bei 40 bis 80 Euro liegen. Weil einfach kein Print nachkommt und die Leute kaufen das dann und da muss man sich halt auf dem Sammlermarkt umgucken. Ja, deshalb absolute Empfehlung für Rollenspielfans. Wo liegt das preislich? Also da habe ich jetzt knapp 10 Euro bezahlt, weil wie gesagt, es ist halt heute erst draußen, verkehrt, ja. Ne? Aber wie gesagt, in einem Jahr, in 2 Jahren, so wie ich die anderen Bücher kenne, die neueren, die daraus alle Jahre schreibt man auch eins persönlich, also keine Co-Autoren, ist es so, dass dieses Buch dann 40 bis 60 Euro kostet. Geil. Sieht doch echt gut aus. Schön. Ja, der Hardcover wäre besser gewesen, aber den gibt es bei Amazon. So vielleicht lege ich mir den noch zu. So guckt man mal wieder über den Tellerrand, finde ich total interessant auf jeden Fall. Ja, natürlich gibt es auch was fürs Sammlerherz, ja, yeah. Klar, fürs Figurenherz. Und zwar, ich hole mal hier raus. War das ein. Zu dem hast du auch einen besonderen Bezug, ne? Ja, genau, richtig. Das war's, Freunde. Der nächste. Das wird. Nein. Nein. Alter. Wie ist das denn jetzt so schnell passiert? Nein. Der war live. Boah, der ist nur einmal kurz runtergefallen. Ja, guck dir das an. Nein. Ist er nicht drücken. Nein, nein. Jetzt kommt der Trick mit dem Föhn, Freunde. Nee, da nützt kein Föhn mehr. Das ist. Scheiße. Das ist inklusive. Ich muss saufen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, es geht um den Herrn hier. Rick Root. Ey, das geht auch in die Annalen ein hier, ehrlich. Das haben wir noch nie gehabt. Ich hole ihn mal raus, bam, scheiße. Boah, krass. Aber er ist noch heile. Gut, er ist noch heile, Rick Root. Ja, mein Bezug dazu ist einfach, ich habe den als Kind aus der Wolli geholt für 5 Mark. Mhm. Anfang der 90er. Und jetzt haben wir den durch einen tollen Tauschstil mit dem lieben Sebastian. Schöne Grüße. Und zwar, ihm fehlt der British Bulldog, den ich vom Olli gekauft habe, ja, der genau. Fehlt ihm. Und dann haben wir einen Tauschstil gemacht und jetzt habe ich da einen Crack drin. Scheiße. Trotzdem, ey, wunderschöne. Zeig mal den Crack Karte. Den Zuschauern, ey. Das ist ja echt ein Hammer. Wie nennen wir die Folge? Die Crack Show? Ja. Geil, guck mal. Guckt euch das an, Frau. Ey, das ist eigentlich gar nicht lustig, aber gut. Nee, überhaupt nicht. Was will man machen, ne? Mann, Mann, Mann. Ich will dich noch mehr kaputt machen. Scheiße, ey. Ah. Ja, dann, das gibt's sogar nicht tatsächlich. Dennoch, sehr, sehr schön. Und ich finde, diese Körperform, diese ne, etwas komische, die passt zum Ric Flair überhaupt nicht. Der hat ja auch diese ja, Form. Genau. Und 1-2-3-Kit, glaube ich. Ne, da haben sie noch mal verwendet. Aber bei Rick Root sieht's wirklich gut aus. Das Ding Quick kriegt man nicht mehr raus. Shit, egal. Haut's in die Kommentare. Wie findet ihr Rick Root? Fand ich als Wrestler immer ziemlich cool. Mit seinen Muskeln und alles und seinen Hüftschwung, Tanz und der hat immer aufs Maul gekriegt. Der Kampf gegen Warrior war ja, geil. Absolut. Ne? Ja, absolut. Mega. Aber Warrior, wie immer, wie man ihn kennt, er hat ihn vernichtet. Ja? Das ist so. Warrior waren immer die Kämpfe relativ simpel. Er zerstört. Ja, ja. Ja. Aber was gewonnen hat er eigentlich auch nicht? War ein feiner Techniker, ne? Der war, soviel ich weiß, bitte korrigiert mich, Sebastian, das gilt an dich, der Rick Root, der war doch auch Intercontinental Champion. Und ehrlich? Deswegen hat er gegen den Warrior gekämpft. Okay, da war er vor meiner Zeit. Hätte ich mal da dran gelassen. Aber hey. Ey, aber das ist eine geile Folge, ehrlich. Das müssen wir auch als Thumbnail nehmen. Selbstcollecting, ey. Die Crack Show oder so. Ja. Geile Sache, scheiße. Ja, was soll. So, okay, wir machen mal weiter. Und nichts mehr aus dem Scheißgeld. Wir machen trotzdem weiter mit Wrestling und jetzt bin ich richtig vorsichtig, Freunde. Holst du den auch raus? Den hol ich auch raus. Ich schwör's dir. Boah, der ist fast case fresh, oder? Ja. Mann, ist der ist wirklich richtig fett. Herrlich, ne? Ja. Und den zwar fallen lassen. Geht es um Hulk Hogan. Auf einer wunderbaren US-Karte. In wirklich tollen Zustand. Und da nehme ich jetzt auch sicherheitshalber beide Arme für. Und
Ja, der war von dem Steinendorfer Toys Sale. Sale. With Hulkstar Slam, ja. Geil. Ich will nicht. Ja, den habe ich da in der Vitrine gesehen und war schon direkt klar, ich muss den haben, ja. Das ist ja, das hast du sofort gesagt. Ja. Ne? Ich habe schon was. Ja. Hast du das und das? Das waren drei Minuten, glaube ich. Ich habe was. Ne? Nee, ich habe schon was. Ich, ja. Ja, genau. Drei Minuten. So, wie jetzt? Ne? Und dann hat er mir den gezeigt, den Hulk. Und boah. Also, das ist doch schon wieder eine ganz große. Also, das ist der Hammer, ist das. Geht da nicht aus dem Kopf. Nee. Okay, gut. Du hast jetzt aber schon mittlerweile eine große Hasbro-Mock-Sammlung, ne? Na, es geht. Oder? Also, ich müsste mal nachgucken. Also, Hulk 15, 20 Stück bestimmt, ne? Ja, ich meine 13 oder sowas. Hulk Hogan gab es drei Versionen, die habe ich jetzt alle. Boah, geil. Den Gorilla Press Hogan, dann den Bearhawk Hogan und dann hier den auf die Fresse Hogan. Der heißt doch so, auf die Fresse Hogan. Ja, direkt die Faust. Ja, genau. Ja. Special Attacke auf die Fresse. Und ich musste den wirklich haben und der Deal war auch sehr, sehr fair, muss man wirklich sagen. Also, er hat nicht gekostet, kann ich gerne sagen, 150 Euro. In dem Zustand tipptopp. Der wird auch noch eingecased. Da bin ich im Überlegen, welche Lösung am besten ist. Es gibt ja in dem Sinne keine wirklich guten Hasbro-Cases, außer du machst bei Sora eine Maßanfertigung, im Grunde genommen. Richtig, und das wäre es mir auch wert. Ja, da weil das hier, Freunde, das ist einfach nur Plastik. Ne? Da würde ich nur, ich persönlich, die Case-Tiefe ein bisschen, ja, also ich würde ein bisschen tiefer machen. Nicht jetzt so ein schmales Case nehmen, ja, ne, das fällt schnell um und so weiter. Da würde ich vielleicht auf das doppelte Maß nehmen. Alter, sind die Sachen so empfindlich. Ey, das ist jetzt, ja? Ihr habt es jetzt gesehen, also der Hammer. Also ich... Hundertprozentig, das ist genau auf diese Ecke hier geflogen, irgendwie bei dir ist ja lebensgefährlich hier für meine Mocs. Hast du eine Haftpflicht? Ja, Entschuldigung, ich war's. Okay, liebe Freunde. Ich fühle da gleich was aus, hat auch keiner gesehen. Wir machen mal weiter. Ja, das ist solide. Auch vom Steinendorf Citos Hill einfach ein Roboto anpanscht. Mhm. Im schönen Zustand. Ja, seht ihr hier. Toll. Hier eine leichte. Ja. Lagerstresslinie, sag ich jetzt einfach mal. Ja, der hat mir noch gefehlt. Das war toll. Auch super fair, 20 Euro, da kann man gar nichts sagen. Das ist Roboto ist auch einer der Kandidaten, der im Preis steigt. Ja. Ich meine, der liegt schon bei 30 Euro mittlerweile. Locker, ja. Und deswegen, ich finde die Figur auch wunderbar artikuliert. Mhm. Auch hier, dass er sein Action-Feature hat, dass er sich so dreht in der Hüfte. Ja. Hammer. Und deswegen, Olli, vielen, vielen Dank. Geht direkt weiter. Wie ist denn jetzt dein Weg so mit den Origins? Was meinst du? Du hast ja eine Zeit lang aussortiert. Genau, habe ich leider zu früh aussortiert. Genau. Heißt das, du gehst jetzt wieder auf ein Fullset oder trotz alledem immer noch nur die Figuren, die dir gefallen? Ja. Oder alle Figuren, die auf Vintage-Karte rauskommen? Wird es da so dein Also ein Fullset nicht, weil ich einige Sachen hier, Prinz Adam, Jet Sled und so, kann ich gar nichts mit anfangen. Mhm. So. Also die neueren Sachen. Was ich allerdings gerne hätte, wäre Faker Duplicate, muss ich wirklich sagen. Das ist ein geiles Pack, aber es liegt an die 400 Euro. Ja. Das ist echt, Freunde, das ist wirklich, das ist mir auf jeden Fall nicht wert. Das sage ich auch. Eine Origins-Figur ist mir persönlich das auch nicht wert. Da gebe ich mein Geld lieber, wenn ich jetzt 400 Euro habe, gebe ich lieber für Vintage aus. Ja, oder also 300 Euro, genau wie das Horde-Pack, das liegt ja auch so bei 400. Ja. Ist es mir einfach nicht wert. Ich werde ein Fullset nicht unbedingt die Vintage-Figuren, die hätte ich gerne jetzt, die neuesten Entwicklungen, die man ja mitbekommen hat, ist Thunder Punch He-Man kommt ja. Mhm. Ist eigentlich ganz cool. Snake Man, richtig geil. Genau, aber Thunder Punch He-Man auch eine Snake Man-Karte, das sieht so ein bisschen befremdend aus. Für mich auf jeden Fall. Ja, ansonsten ist es top gemacht. King Hiss als Deluxe-Version, auch Hammer. Das ist, hätte man den nicht auf normale Karte, also die verändern schon ein bisschen was. Hätte man, ich finde es beim King Hiss zum Beispiel sehr schade, dass er wirklich nur ein Wechselarme, Wechselkopf hat und das sieht dann so ein bisschen aufgeregt. Ist beim Rattler genauso. Beim Rattler genauso. Also der hat nicht diesen, nicht so extrem diesen Hals. Genau. Den steckst du jetzt einfach dazwischen, das ist okay. Beim King Hiss finde ich so, die ersten Produktbilder, die jetzt so rausgekommen sind, finde ich wirklich nicht so toll. Weil er hat dann irgendwie so eine komische Halskrempe noch und dann, gut, da müssen wir natürlich verstecken, dass du da irgendwo was draufgesetzt hast. Sind wir mal gespannt, wie es im Endeffekt aussieht. Ja, das ist aber die einfache Lösung. Ich finde, dieses Rasseln und dann drückt drauf, der Hals springt. Das ist Redlaw halt. Das werden wir nicht mehr kriegen und nicht für 15 oder 20 Euro, glaube ich nicht. Die Action-Features, die können wir uns so langsam, denke ich mal, von der Backe putzen. Das ist, ja, ne? Sehe ich wahrscheinlich. Seh ich Cobra auch Khan so. Ist ja, glaube ich, auch ohne. Da kannst du ja nur diesen Sprühstoß, den kannst du den kannst du in den Kopf reinsetzen. Dann siehst du jetzt so diese Sprühwolke, sag ich mal, von ihm. Also hat er keinen Sprühmechanismus. So wie ich das gesehen habe, nicht. Nee. Also, dass er da irgendwie so ein Zeug mit hat, was man da vorne dran machen kann, das sieht dann aus wie ein Sprühkopf, genau, aber richtig. Ist keiner. Nein. Ja gut, ansonsten sieht die Figur langweilig wie immer aus. Ja, das ist jetzt optisch gesehen kein Highlight, finde ich so. Nein. Er gehört aber natürlich dazu, absolut, der Kultstatus, der Schlangenfüß. Und ich sage immer, für mich, es ist schade, dass die Action-Features nicht dabei sind, wenn sie jetzt wirklich gestrichen sind, wovon wir jetzt mal ausgehen. Aber
ich lasse die Sachen Mock. Nee, deswegen, erst, von erst daher. Egal. Zum Angucken reicht. Deshalb, ich muss nicht jeden haben, aber ein paar Stück habe ich zu früh verkauft. Ich sehe da hinten, da schielt mich noch ein Antenne an, der fehlt mir auch noch übrigens. Da hinten, ja, da hinten. Ja, genau. Und ist der nachher noch da, wenn er weg ist? Schauen wir mal. Übrigens, ich finde den Disc of Doom Skeletor gar nicht mehr. Kann das sein, dass du den eingesteckt hast oder was? Nein. Nein, den finde ich wirklich nicht mehr. Ich habe die Waffe, finde ich noch. Disc of Doom Skeletor? Ist das der mit den Haaren? Battleblade, ja. Mit den Haaren. Ja, genau, richtig. Keine Ahnung. Kannst du denn gucken? Ich habe den Disc of Doom. Achso. Die Fachmänner wieder am Fachsimpeln hier. ein Fullset muss ich, wie gesagt, nicht haben. Nur halt das, was Vintage-mäßig auf Karte kam. Ja. Leech finde ich auch noch ganz schön, außer die Beine zu dünn. Snortspot, boah, muss ich überlegen, mit dem Kopf ist der echt die Härte. Ey. Da bin ich am Überlegen beim Snorty. Oben aufmachen, die Karte. Vintage-Kopf, also irgendwie die Figur rausbröffeln. Vintage-Kopf drauf, wieder rein und ins Case. Ich finde, die hätten das vielleicht so machen können, wie die jetzt dieses NA-Pack da, wo du die verschiedenen Generationen von HEMA hast. Da kannst du die Karten öffnen irgendwie. Ja, das wäre super, weil der 2000X-Kopf ist da, glaube ich, ne? Ja. Nee, gar nicht. Das ist der Filmation-Kopf, der dabei ist. Der geht gar nicht. Der sieht für mich aus wie diese beleidigte Katze. Kennst du das Meme noch? Mit der Katze, die immer so guckt. Ja, so, das vor allem die Augen so weit zusammen. Ja. Ne, der sieht sowas von bescheuert aus. Sorry, meine Meinung. Ja, ist optisch jetzt für mich kein Highlight. Und ich finde, die Deluxe-Karte muss nicht alles im Endeffekt raus unbedingt. Also klar. Ich denke, das ist für Mattel eine einfache Möglichkeit, ein bisschen mehr Geld zu generieren. Packst ein paar Zubehörteile bei, fertig. Weil ich die ganze Thematik mit Eternia nicht verstehe. Warum machen die das halt als Crowdfunding quasi? 5.000 müssen bestellt werden. Ey, die will doch eh jeder haben. Richtig. Ich verstehe den Sinn. Aber du siehst ja auch gerade die Reaktion, um das nur mal ganz kurz anzuschneiden. Vielleicht sollten wir da mal ein separates Video drüber machen. Mhm. Die Reaktionen sind ja wirklich erschreckend gerade, was die Leute sich aufregen über den Preis. Da sind wir irgendwo zwischen 800 und 900 Euro, bis das Ding hier ist bei uns. Ja. Absolut, das ist, ich finde es halt, sollten die offizielle Bestellung aus dem Handel bringen, das wäre es einfach, wäre einfacher, anstelle, genau wie Grislaw, der da auch so schwierig zu kriegen ist, genau. Oder gewesen ist, einige haben den noch, wie hier der neben mir sitzt, ich habe mir auch welche bestellt, obwohl ich das normalerweise gar nicht mache, für eine Origins-Figur, aber ich war bei der, wie nennt sie das nochmal, Mail-to-Order, dabei halt, das heißt, irgendwann im Laufe diesen oder Anfang nächsten Jahres, ich denke mal, vor Jahreswechsel wirst du den haben. Ja. Vom Gefühl. Deswegen ein Gristouts Ex. Okay, gut, da müssen wir wirklich mal ein separates Video machen. Müssen wir machen. Einfach drüber schnacken, weil ich sag mal, Eternia hättest du meiner Meinung nach auch für 300 Euro anbieten können. Ja, und wir kommen jetzt hier zu den nächsten Figuren. Ja, herrlich. Wo ich sehe, das war auch ein Amazon-Deal. Gut reingeschnitten? Ja, irgendwie hier schon. Ja. Die holen die mal so ganz toll aus den. Ja. Ein Trapjaw. Kartons. Ja. Wahnsinn, ne? Also finde ich an sich gut gelungen. Die Augen sind nicht so schön. Nee. Den hattest du auch mal gehabt, ne? Ja, genau, den habe ich auch gegeben. Ja. Und ja, Amazon, ne? Weil man nicht auf einen Tattoo stehen kann, den gleichen in schön. Hat der hinten auch den Schnitt? Nee. Nein, der dann weißt du Bescheid. Also der ist schön, wie ihr sehen könnt. Den kannst du auspacken, ja. Ja. Oder als Tauschmaterial irgendwie sowas nehmen. Deswegen hatte ich ein paar geordert. Mhm. René hat auch einen bekommen von mir, einen schönen. Mhm. Und Freunde, diese Figur klettert extrem im Wert, muss man sagen. Krass, ne? Momentan sind welche für 35 zu bekommen, aber die gehen auch für 70, 80 ja, und so weiter. Ja, bevor jetzt die nächste Charge, sag ich mal, aufgetaucht ist, lag der auch kurz vor die 50, 60 Euro, ne? Ja, bei eBay sogar mehr. Und hier ist der dritte. Der ist auch etwas schöner, der ist zwar nicht mehr hier, das Punchhole ist weg. Mhm. Und wie gesagt, normalerweise bestelle ich nicht bei Amazon Origins. Ich habe es jetzt diesmal gemacht, einfach weil mir fehlt der auch. Und ich habe jetzt von den Trapjaws mehrere bestellt, weil halt auch für den René zum Beispiel einen mit. Und die anderen kann man, denke ich mal, gut als Tausch nehmen, wenn mir jetzt da irgendwie ein Antenna im schönen Zustand fehlt. Ich glaube, dass das eine gute Tauschfigur im Grunde genommen auch ist. Ja. Ist nichts Verwerfliches dran, meiner Meinung nach. Nee. So, der nächste von Steinedorf. Ah, der ist einfach nur klasse, ne? Ja, obwohl man darf ihn nicht auspacken, ne? Das Nein. ist wegen der Rüstung, ne? Absolut nicht billig, so ja. Zodak, mittlerweile auch etwas schwieriger zu bekommen. Auch für ein Zwanni, sehr geil. Vielen Dank, sowieso sehr, sehr faire Preise. Absolut, da kann man gar nichts sagen. Und Steinedorf ist auch da wirklich am Rausverkauf, ne? Ja, absolut. Weg und ich glaube, oh, da kommt nicht mehr. Die letzten hat der René genommen. Ja, wie gesagt, ist ganz normal nur ein Zodak. Ja. Da aber auch total schade, Leute. Ne? Jetzt mal ist vielleicht wieder meckern auf hohem Niveau. Aber wie kann man die Figuren da so reinproffen in den Blister?
Die Hand, die ist gebrochen, die Füße, die sind, weiß ich nicht. Also man könnte das Ganze auch ein bisschen schöner da drin gestalten, finde ich. Ja. Auch die Rüstung hängt auf 7,5. Wie gesagt, ist eine 20-Euro-Figur, alles gut, aber... Ja, wie gesagt, ich hätte ihn mehr sein können. Ich habe ihn einmal ausgepackt und dann einmal so. Wie gesagt, hätte ich mal nicht ausgepackt, weil die Rüstung ist nicht schön. Aber insgesamt gesehen, wirklich, machen die Origins mir einfach Spaß. Auf jeden Fall. Aber ich sage, ein bisschen mehr Mühe, nur ein bisschen mehr Mühe geben, dass sie darauf achten, dass die Verpackungen heile sind, dass sie da ein bisschen schöner drinstehen. Mit den Paintings ein bisschen, also mit den Paintjobs manchmal ein bisschen besser. Und du hast 100% zufriedene Kunden. Ja, absolut. Aber wie gesagt, das kann man heutzutage, denke ich mal, nicht mehr erwarten. Und von daher, wie gesagt, Origins, die kann man aus Freude sammeln. Das sind jetzt keine teuren Vintage-Figuren, wo man was ich mehrere hundert Euro oder gar vierstellig ausgeben muss. Deswegen von daher kann ich mit den Abstrichen sehr gut leben, ja, weil, wie gesagt, die sind günstig halt. Ne? Ich sage ja nur, es hätte so viel mehr sein können. Es hätte kein Sammler was gesagt, wenn die jetzt 5 Euro mehr kosten würden, aber die wirklich hundertprozentig geleckt bei dir zu Hause ankommen, oder? Ich würde 5 Euro gerne mehr bezahlen, wenn ich weiß, oh, da kommt mir schon, die steht schön im Blister drin. Ja, das kann man, so es gibt ja diverse Versande, wo man das halt machen kann einfach. Und jetzt auch bei Thema Clawful, wie gesagt, der war günstig halt einfach. Ja, komm, egal, nehme ich den, wie gesagt, und ich warte noch einen zweiten. Wie gesagt, so wenn jetzt die vom Zustand so schlecht sind, dann geht das auch als Tauschmaterial und fertig. Ja, aber guck mal, man bestellt ja schon 2-3 Stück, um sich einen guten rauszusuchen im Prinzip. So den Rest nimmst. Naja, okay. Das soll es gewesen sein. Peter, komm mal, ne? Total erstaunt. Ja. Da müssen wir mal auf Rick Root eingehen. Also, der liebe Rick Root, ja. Der hat jetzt leider die Schuhe ausgezogen. Hat die eins auf den Maul gekriegt, ja. Vor allem am Fuß hat er einen abgekriegt. Ja, das sehr geile Karte auf jeden Fall. Das hatten wir auch noch in keiner Folge, ey. Boah. 3,97 Mark. Was haben wir auch Kaufland? Ich weiß nicht. Molly, keine Ahnung. Clearance? Ja. Guckt euch an, Freunde. Mann, Mann, Mann. Ja, die haben sie hinterher für 99 Pfennig rausgehauen. Ja, soll man gar nicht glauben. 5 Mark, ne? Ja, das ist... Ja, teilweise die Wühltische, ey, oder auch mit Masters, was da drauf lag. Ja. So ein Berg im Schnettelkach. Einfach nur drauf, 2,99 Mark, fertig. Ja. Ich hatte mir noch einen Speaker für 5 Mark geholt. Boah. Bei den Wäschekörben habe ich da... Bei den Wäschekörben. He-Man habe ich... He-Man, ja, viele sagen He-Man. Ja, jetzt ja, aber als Kind fand ich He-Man nur langweilig. Weil der hat Action-Feature gehabt. Standardfigur. Der war fast nackt, ja. Von daher, das war so irgendwie. Steht nicht so auf dem nackten Schild. Schwert dabei, ja. Nicht so, also kein Action-Feature, das meine ich so. Und das hat mich halt als Kind immer am meisten gereizt. Welche Figur hat das meiste Action-Feature? Stimmt. Leute, das soll es gewesen sein für diese Folge. Jetzt haut mal fleißig in die Kommentare, was ihr zu Rick Root sagt und seinen gebrochenen Blister. Ich komme da nicht drüber weg. Hat Aslan da einen schweren Fehler begangen, als er den ausgepackt hat? Man weiß nicht genau. Hätte er das Case lieber drum lassen sollen? Schreibt es in die Kommentare. Da und kann man sehen, wie empfindlich die Dinger sind. Das ist wirklich so. Origins kann ich von rechts nach links schmeißen. Sonst Tennisball mit einem Schläger, so, da passiert wahrscheinlich gar nichts. Nee, wahrscheinlich nicht. Was sagt ihr generell zu Aslans Pickups? Auch das unten in die Kommentare. Und habt ihr euch gefreut, ihn wiederzusehen, so wie ich? Es war hart, ihn hier reinzukriegen, wie gesagt, Chloroform und so weiter. Ne? Aber hierher kann man es gut aushalten. Das geht. Sehr gut. Freunde, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.